Ja, für mich ist es der Peter Schul. Unglaublich, wie er sich entwickelt hat, beziehungsweise wie es ihm erstmals gelungen ist, sein zweifelsohne riesengroßes Potenzial, das er hat, endlich einmal zu entfalten. Und ich freue mich persönlich natürlich sehr für ihn. Und ja, Hut ab. Wobei ich natürlich schon dazu sagen muss, dass alle anderen Genannten natürlich ebenso überragende Saison gespielt haben. Speziell Stefan Leiner war schon richtig lässig, wie er sich entwickelt hat. Aber für mich persönlich tick offensiver Peter Schul.